In Kolumbien hat eine Rebellen-Guerilla nach eigenen Angaben zwei Deutsche in ihre Gewalt gebracht. Die Männer seien in Catatumbo nahe der Grenze zu Venezuela gefangen genommen worden, erklärte die Nationale Befreiungsarmee am Montag. Eine offizielle Bestätigung lag nicht vor. Weder die deutsche Botschaft in Bogota noch das Auswärtige Amt in Berlin konnten Angaben zu dem Fall machen. Die zweitgrößte Guerilla-Gruppe des südamerikanischen Landes teilte mit, die Männer würden vorerst als Geheimagenten betrachtet, weil sie ihren Aufenthalt in der Gegend nicht hätten erklären können. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos kommentierte das am Montag so: Wer soll denn glauben, dass zwei Deutsche hier in Kolumbien spionieren? Das ist ein Vorwand, den hier niemand akzeptieren oder verstehen kann. Es ist die zweite Gefangennahme von Ausländern in Kolumbien innerhalb eines Monats durch die schätzungsweise 3000 Mann starke Gruppe. Die Guerilla hatte zuletzt den Druck auf die Behörden erhöht. Offenbar will sie an den Friedensverhandlungen der Regierung mit der Rebellenorganisation FARC teilnehmen.